So Leute, es gibt eine kleine Planänderung. Ich hasse diese Aufgabe eigentlich, aber was muss, das muss. Eigentlich fast gar nichts. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 5.30 Uhr oder so. Ich stehe jetzt allerdings schon auf, etwas früher heute, weil ich direkt duschen gehe zum Wachwerden erstmal. Und danach wird gefrühstückt und dann geht es eigentlich auch schon los zur Schule. So, ich bin jetzt zu Hause, in der Schule ist nicht viel passiert, was soll auch großartig passieren. Ich meine, Abschlussprüfungen sind vorbei und ja, deshalb haben wir auch keine Hausaufgaben oder weiteres. Das heißt, ich esse jetzt eine Kleinigkeit und dann mal schauen, was ich heute noch mache. So, meine Freunde, gegessen habe ich jetzt was. Jetzt meine Aufgabe am Freitag ist jetzt Zeitung sortieren, weil ich samstags immer Zeitung austrage. Habe ich jetzt auch eine Weile was zu tun und danach mal schauen, was ich noch mache. So, sortieren ist endlich erledigt. Ich hasse diese Aufgabe eigentlich, aber was muss, das muss. Austragen tue ich morgen und jetzt mal schauen, was ich heute noch mache. So Leute, es gibt eine kleine Planänderung. Ich trage Zeitung jetzt doch schon heute aus, weil die kam heute schon um 13 Uhr. Normalerweise kommt die immer erst so zwischen 17 und 20 Uhr. Dann tue ich die abends sortieren und trage die dann samstags nach dem Aufstehen aus. Und da die heute aber schon um 13 Uhr kam, dachte ich, ich mache heute schon den ersten Teil, mal gucken, wie weit ich komme und den Rest mache ich dann einfach morgen. Abends, so wie heute, schaue ich dann eigentlich meistens nur noch YouTube oder bin allgemein am PC und zock was oder so oder schneide halt ein neues YouTube-Video. Ja, Leute von heute, das war's eigentlich schon mit meinem Tag. Heute ist nicht viel Besonderes passiert, eigentlich fast gar nichts. Nächste Woche Sonntag kommt auf jeden Fall wieder ein interessanteres Video, also falls ihr das nicht verpassen wollt, lasst doch super gerne ein Abo da. Und ansonsten bedanke ich mich trotzdem fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid bis jetzt reingeblieben und ja, ciao, ciao.